Und in Brüssel bin ich jetzt zum Phoenix-Tagesgespräch verbunden, digital mit Katharina Barley, SPD. Sie ist Vizepräsidentin des Europaparlaments. Frau Barley, dieser Nahostkonflikt bewegt natürlich auch die Europäer. Die Vereinten Nationen haben bisher keine gemeinsame Position finden können. Nun ist Europa am Zug. Wie einigt ist Europa in dieser Frage? Nun, die Europäische Union hat immerhin eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat ein sofortiges Ende der Angriffe der Hamas gefordert, das Selbstverteidigungsrecht Israels betont, auch nochmal auf die Zwei-Staaten-Lösung hingewirkt. Aber natürlich gehört auch dazu, wir sind 27 Mitgliedstaaten und da gehen die Meinungen auch durchaus auseinander. Also es ist schon ein Kraftakt, diese 27 Staaten dort auch wirklich zusammenzubinden. Quasi zwei Ereignisse dazu heute in Brüssel. Wir haben ab 14 Uhr eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister, aber wir haben auch das Europäische Parlament, was sich später am Nachmittag mit dieser Frage befassen wird. Im Grunde genommen geht es ja um die Frage, was kann die Europäische Union zur Deeskalation ganz praktisch beitragen? Ja, die Europäische Union kann natürlich diplomatisch tätig werden, wobei sich bisher in diesem Konflikt ja eher bewährt hat, in kleineren Formaten zu agieren, also beispielsweise in dem sogenannten Kleeblatt-Format, wo Heiko Maas sehr aktiv ist, unser Außenminister, gemeinsam mit Ägypten, Jordanien und Frankreich. Bislang sind es eher diese kleineren Runden, die Fortschritte erzielen können. Aber natürlich muss auch die Europäische Union als Ganzes diplomatisch tätig werden. Mhm. Frau Barley, die Klaviatur der Diplomatie bietet ja einige Möglichkeiten, um sozusagen aus so einem Konflikt herauszukommen. Da geht es erstmal um eine Feuerpause, dann vielleicht um eine Waffenruhe und später vielleicht um einen vertraglich fixierten Waffenstillstand. Worum geht es aus Ihrer Sicht jetzt zuerst? In erster Linie geht es jetzt darum, dass die Gewalt endet, insbesondere natürlich die Attacken der Hamas auf israelisches Gebiet, aber auch die Unruhen, die in dem ganzen Gebiet herrschen, die sind ja verschiedener Natur. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass die Opfer unter der Zivilbevölkerung vermieden werden, dass die Gewalt aufhört. Das muss das allererste Ziel sein. Es ist ja, wir wissen es alle, nicht so, als wäre das ein Konflikt, der gestern entstanden ist. Das hat eine lange, lange Geschichte. Also die Route, die Sie aufgezeigt haben, ist natürlich das Ziel, aber das ist ein langer Weg. Frau Barley, nun gibt die Europäische Union seit Jahren relativ viel Geld in die palästinensischen Autonomiegebiete. Dennoch muss man eigentlich fragen, wer ist eigentlich der Ansprechpartner der EU, der Gesprächspartner auf Seiten der Palästinenser, insbesondere sozusagen dann der radikalen Palästinenser. Herr Abbas kann es ja eigentlich nicht mehr sein, der ist viel zu schwach. Also die Hamas ist eingestuft als Terrororganisation, sowohl in Deutschland als auch in der EU. Von daher ist sie keine Gesprächspartnerin. Die Gesprächspartner sind die offiziellen Autonomiebehörden. Das wird auch so bleiben. Sie erhalten Unterstützung durch die Europäische Union. Ja, das ist richtig. In 4 Jahren etwa 1,3 Milliarden Euro. Und wenn Sie sehen, der Beitrag hat es ja gezeigt, dass Wasserversorgung, Stromversorgung und so weiter gewährleistet werden muss, auch Bildung und so weiter. Dahin geht das Geld. Es ist gewährleistet, so versichert es uns die Kommission, dass kein Geld an die radikale Hamas fließt. Mhm. Es gibt jetzt hier einen wunden Punkt ein bisschen und dafür sind Sie auch kritisiert worden als Europäische Union. Die Wahlen in den Palästinensergebieten sind ja vor kurzem relativ kurzfristig verschoben worden, offiziell wegen Corona. Inoffiziell kann man hören, weil die Fatah unter Herrn Abbas Sorge hatte, dass sie sozusagen nicht siegreich daraus hervorgeht. Die Wahl wäre historisch gewesen, die erste seit 15 Jahren. Warum gibt es nicht die Forderung an die EU, verknüpft jetzt auch mit dieser Waffenruhe, diese Wahlen jetzt endlich durchzuführen, damit es eine legitimierte Regierung gibt? Nun, die EU hat jetzt wirklich die Priorität, dass die Kampfhandlungen aufhören. Also in dieser Gemengelage sind die Wahlen immer noch wichtig, aber jetzt geht es erstmal darum zu deeskalieren und das wird alle Kräfte brauchen. Wir wissen, wie verfahren die Lage ist. Wir wissen, dass sich das Ganze aufschaukelt. Das sehen wir jetzt.
Und das muss das absolut vorrangige Ziel sein. Natürlich brauchen wir diese Wahlen, das ist wichtig. Das ist wichtig für eine Legitimierung eines Ansprechpartners, das haben Sie richtig beschrieben. Aber wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass die zivilen Opfer aufhören. Okay, aber sie ist jetzt keine definierte Conditio der Europäischen Union. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann hat vor einigen Tagen hier in diesem Programm dem Europäern einen Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, die Europäer haben seit 2014, das waren sozusagen die letzten größeren Kampfhandlungen, die Dinge einfach laufen lassen. Was sagen Sie dazu? Sie haben ja selber gesagt, ein langer Konflikt. Ein sehr langer Konflikt. Und wenn man ehrlich auf das Agieren der EU schaut, dann muss man auch kritisch sagen, lange Zeit hat die EU sich da auch auf die USA verlassen. Das endete mit Donald Trump, der seine Art der Außenpolitik auch in diesem Konflikt gezeigt hat, also eine sehr polternde Art, die nicht dem entspricht, wie die Europäische Union Außenpolitik betreibt. Jetzt haben wir Joe Biden als neuen Partner. Die stille Diplomatie haben Sie angesprochen. Wir müssen versuchen, gemeinsam auf eine Lösung hinzuwirken, auf eine langfristige Lösung vor allen Dingen. Es ist gut, dass wir jetzt wieder einen verlässlichen Partner auf der amerikanischen Seite haben. Aber die EU muss sich auch emanzipieren. Ich denke, das ist das, was man von der EU tatsächlich fordern muss. Was schwierig wird mit 27 Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlichen Geschichten. Okay, vielleicht noch eine kurze Schlusseinschätzung mit der Hoffnung, dass die Leitung das noch hält. Sie haben die Amerikaner angesprochen. Wie könnte das jetzt arbeitsteilig mit einem neuen US-Präsidenten im Weißen Haus dann laufen zwischen EU und USA, gerade bezogen auf diesen Konflikt? Nun, dass Joe Biden jetzt stille Diplomatie betreibt, ist eine aktive Abgrenzung gegen die polternde Art von Donald Trump. Und das ist meine Hoffnung, dass sehr viel hinter den Kulissen geschieht. Denn solche komplizierten, lang andauernden Konflikte lassen sich am Ende nicht so sehr auf offener Bühne lösen. Das muss mit viel diplomatischem Geschick, mit vielen Gesprächen geschehen. Und da müssen Sie. Und das war die Expertise und die Einschätzung von Katharina Barley, SPD-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments hier im Phoenix-Tagesgespräch. Wir danken herzlich nach Brüssel. Einen guten Tag für Sie. Sehr gerne.